Servus Monster Hunter Freunde, Capcom hat gerade einen Livestream gehabt zu dem neuen Update, zu dem gratis DLC mit dem neuen Drachenältesten und hat dort gegen ihn gekämpft und ich möchte euch so ein paar coole Ausschnitte zeigen, was euch nämlich ab morgen erwartet. Wer sich später noch den Livestream in voller Länge geben möchte, kann dies gerne tun. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Es geht jetzt hier auch schon los. Die Map sieht schon relativ cool aus. Und der Kollege hat auch schon die neue Rüstung an und das neue Bogengewehr. Und die sind hier auch nur zu viert unterwegs. Ihr seht es auch oben links auf der Seite, wo sich jetzt aktuell die anderen Jäger befindet. Sieht man momentan nicht. Hier ist jetzt der Gegner, er ist schon extrem riesig und der Kollege ballert jetzt hier auch gleich mit einer Kanone auf den drauf und das macht schon ordentlich Schaden. Man muss halt gucken, dass man auch bei diesem Gegner auf Schwachstellen dann schlägt, dann macht man schon ordentlich Schaden. Wenn man mit der Kanone ballert, dann ist es egal, da muss man im Endeffekt keine Schwachstelle treffen. Die macht dann, glaube ich, überall um die 300 Schaden. Man sieht es hier auch, hat ordentlich Schaden gemacht und der eine hüpft hier schon runter und bearbeitet den dann mit seiner normalen Waffe. Da macht er auch, man macht auch genug Schaden mit der normalen Waffe. Das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie nur Kanonen benutzen müsst, aber ihr solltet eben auf Schwachstellen gehen. Das wird man auch später im Video noch sehen. Da ist nämlich einer mit einem Hammer unterwegs und der spielt eigentlich so ganz okay. Der Hammerbild macht schon ordentlich Schaden, ist ganz lustig, dem zuzuschauen. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, noch am Anfang mit dem Bogengewehr. Und ja, das Monster schon extrem riesig und es hat halt so einen Metallpanzer und diese Schicht hat er halt überall in diesen 40 Jahren, die er, oder vielleicht sogar länger, die er eben schon lebt, angesammelt. Und dieser Panzer wird mit der Zeit immer kleiner, wir können dann Teile abschießen und ihr seht es auch hier schon auf dem Boden, der Kollege hat hier nämlich was gefunden. Und was sehr lustig ist, wir haben hier, ich glaube, sie heißen Galaka. Die sammeln ebenfalls dieses Zeug ein und wollen natürlich nicht, dass wir es einsammeln und ärgern uns da ein bisschen und schmeißen uns ab und die machen auch ordentlich Schaden und die sollte man schauen, dass man die tötet und dann kann man nämlich diese Spur von ihm looten. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur eine Spur und die erhöht irgendwie das Verfolge- oder Verfolgerlevel und später gibt es dann die Belohnungen und es ist halt wichtig, so viel wie möglich von diesem Kollege abzuschießen. Und ja, wir wechseln auch jetzt ganz kurz das Gebiet, dass ihr jetzt hier ein bisschen mehr seht. Was auch sehr cool ist, man kann ihn zum Umfallen bringen, man kann immer wieder Steine von der Decke auf ihn runterfallen lassen und das knockt ihn eben aus, dann fällt er um. Man sieht es vielleicht jetzt auch gleich, es sollte eigentlich jetzt hier irgendwann passieren. Und dann ist er eben ausgenockt, liegt auf dem Boden und man kann da ordentlich Schaden auf ihn machen. Und ja, wie gesagt, dieser Schwanz wird eben immer kleiner. Ihr seht, er ist jetzt gerade umgefallen und jetzt kann man hier eben gemütlich Schaden auf ihn machen. Der Kampf hier war jetzt schon ungefähr 5 Minuten am Laufen und ja, das Monster verlässt jetzt das Gebiet und so wie es aussieht, geht es jetzt eben in das nächste Gebiet, wo die andere Jägergruppe wartet. Ganz so konnte man das jetzt hier nicht nachvollziehen, aber ja, es ist auf jeden Fall bei den Jägern jetzt hier weg. Die Jäger gehen jetzt hier zurück und sammeln die einzelnen Teile aus, töten dann so ein paar kleine Galaka und ja, die Kamera wird jetzt gleich springen zu einem anderen Jägerteam. Und die können dann nämlich weitermachen. Hier seht ihr jetzt, wie die Kamera gesprungen ist, einfach zum nächsten Team. Wahrscheinlich ist er da gerade aufgetaucht. Was das andere Team jetzt macht, weiß ich aktuell nicht. Bleibt mal abzuwarten, wenn wir selber zocken. Und wir sind jetzt hier bei diesem Hammerkollegen. Der spielt schon ganz okay, ganz lustig. Trifft ein paar gute Weak Spots und macht da ordentlich Schaden. Und ich glaube, mit dem Hammer macht es auch wirklich Fun, gegen dieses Monster zu kämpfen. Man wird jetzt hier gleich noch ein bisschen mehr sehen. Das Monster geht nämlich in den Wutmodus. Ich werde das jetzt hier kurz vorspulen. Hier leuchtet er jetzt rot auf. Er glüht richtig. Das sieht schon extrem geil aus. Und ich vermute, er ist hier extrem anfällig. Er hat, glaube ich, dann überall Schwachstellen. Egal, wo man hinschlägt, kann man ihm Teile ja, abschlagen. Und man sieht es jetzt hier auch bei dem Hammer. Er macht hier die Urknall-Kombi und es fliegt ein übelst großes Stück vom Schwanz ab. Im Stream haben dann auch alle übelst aufgeschrien. Und ja, der, wie gesagt, dieser Panzer wird eben mit der Zeit immer, immer kleiner. Er ist jetzt hier auch umgefallen. Man kann jetzt hier weiter Schaden machen. Und ich glaube, es war hier, es müsste eigentlich der Wutmodus sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil wenn ihr unten links auf die Karte guckt, dann ist das Monster immer noch gelb und nicht rot. Und normalerweise müsste das Monster ja auf der Karte rot sein, wenn es im Wutmodus drin ist.
Und ja, die machen jetzt hier ordentlich Schaden. Man kann hier auch mit dem Hammer hin und her rollen. Man kann das Monster auch mounten. Muss dann aber relativ weit vorne drauf springen, Richtung Kopf. Das geht natürlich auch voll gut, weil die Karte ja, hat verschiedene Höhenunterschiede. Ihr könnt auf dem Boden kämpfen, aber auch ein gutes Stück weiter oben. Und ja, bietet auf jeden Fall relativ viel Abwechslung. Hier seht ihr es jetzt, das Monster geht noch in ein neues Gebiet. Die Hunter oder die Jäger können hier hinterher. Und ja, es ist ein richtig fettes Lava-Gebiet. Das Monster raged hier auch ordentlich rum. Und der Jäger schießt jetzt hier auch so ein, ja, so eine Stalagmit oder so ist es, glaube ich, ab. So ein Stein. Und dann geht das Monster zu Boden. Man kann auch hier wieder gut Schaden machen, was in dieser Lava sehr cool ist. Dieses Monster kühlt nicht ab. Diese Metalle sind die ganze Zeit warm, sind natürlich dadurch formbar. Man kann sie leichter abschlagen, ist ganz cool, aber er teilt eben auch in diesem Gebiet ordentlich Schaden aus. Hier haben sie das Monster jetzt fast besiegt. Er lässt irgendwie seine kompletten Schuppen fallen. Das sieht extrem geil aus. Jetzt hat er nichts mehr auf dem Rücken. Und er ist jetzt vom Movement komplett anders. Davor war er extrem träge, extrem langsam mit diesem schweren Metallkleid oder Panzer. Und ja, jetzt hat er das alles abgeworfen und er ist echt ein schneller und flinker Gegner, muss man aufpassen. Er macht hier verschiedene neue Angriffe und ja, ist auf jeden Fall richtig cool. Sieht auch gerade richtig fett aus, wie die Jäger hier runterrutschen. Und hier wird das Monster dann auch besiegt. Ich schaue jetzt hier kurz noch auf die Karte. Man sieht hier, die sind von ganz oben gestartet. Und ja, das Monster sucht eben seinen Weg immer weiter nach unten durch die Höhlen durch. Und ja, hier ist, wie gesagt, das Ende. Und ihr seht gerade, wie er sich aufbäumt und durch die Gegend marschiert. Und hier ist er wirklich in einem harten Modus. Das war es jetzt hier soweit von dem Video. Er wird jetzt, wie gesagt, gleich noch gekillt. Aber der Kollege wird leider auch sterben, weil das halt hier ordentlich Schaden macht, das Monster. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen, hat euch so ein bisschen vorbereitet, was euch ab morgen erwartet. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.